Glück auf, liebe YouTube-Freunde, und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Fahrt von Wolkenstein nach Niederschmiedeberg. Am Haken haben wir immer noch unsere 5 Rollwagen und den Gepäckwagen. Und wir werden uns auch sofort auf den Weg machen. Die Lok wurde bereits schon aufgerüstet. Und dann fahren wir jetzt aus dem Bahnhof Großrückerswalde aus in Richtung Niederschmiedeberg. Niederschmiedeberg ist der nächste Bahnhof, den wir erreichen werden. Das bedeutet, es geht jetzt ohne weiteren Zwischenhalt weiter Richtung Kühlschrankwerk in leichter Steigung. So, wir haben jetzt eine Steigung von 12,5 Promille. Da geben wir jetzt mal etwas mehr Dampf. Mit dem Richtungswender bin ich jetzt etwas nach oben gegangen mit der Füllung auf 57%. Und ich muss mich jetzt mit dem Regler etwas herantasten, was jetzt die Lok ohne Bratschliff mitmacht. Wir haben jetzt 63%. Damit können wir langsame Bergfahrt erreichen. Ja, man sieht jetzt mal Drahtschlupf. Da muss man ein bisschen mit dem Regler spielen. Man muss eben Fingerspitzengefühl haben. So, ich mache jetzt mal den Sander an, damit wir mal Radschlüpfe sich in ihrem Maße halten. Ja. So, ich habe jetzt den Sander wieder ausgemacht. Und 16 km/h läuft eigentlich wunderbar heute. Es gibt bei mir, also heute läuft die 4K relativ gut, aber es gibt bei mir so manche Lokomotiven, die sind dermaßen launisch. Also es gibt Tage, da laufen die wie eine Nähmaschine. Und es gibt aber auch manche Tage, da wollen die gar nicht. Dann geht der Kesseldruck so schnell runter und da kommt man nur langsam vorwärts. Und dann macht das ja auch keinen richtigen Spaß. Also das mit dem Launischsein, das betrifft jetzt vor allem die 4K, obwohl die macht eigentlich meistens mit. Und vor allem die Baureihe 03, die streikt immer mal. Also da bin ich schon sehr froh, wenn wir mal die 110, 120 km/h erreichen. Aber da wir jetzt schon mal bei der Baureihe 03 sind, ich plane eine Sonderfahrt quer durch Dänemark zur Grenze nach Deutschland mit einem Schnellzug, natürlich mit Dampflokomotiven hier im Train Simulator. Und da hätte ich ganz gerne mal eure Meinung dazu gewusst, was ihr davon haltet. Die Fahrt würde von Roskilde nach Neumünster gehen. Und zwischendurch wird also ein paar Mal Loktausch erfolgen. Wir haben immer zwei Maschinen am Zug. Und da geht es dann
durch dänische Landschaft. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, weil wir sind ja nun eigentlich größtenteils 4K gefahren, was ja eigentlich auch typisch für das Erzgebirge ist. Aber man muss natürlich auch einmal mehr von der Welt sehen. Also schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann muss ich mal sehen, wann ich das machen kann. Das werden ja dann auch wieder mehrere Teile. Die kommen aber dann in kürzeren Abständen. Also es dauert dann nicht so lange, bis dann der nächste Teil kommt und so weiter und so weiter. Also es wird schon alles ordnungsgemäß vonstatten laufen. So, wir sind jetzt unten in der Markierung Orange. Zug halt Richtung Jöhstadt, Schrankenanlage aktivieren. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Wir müssen da vorne, dort ist ein Bahnübergang. An diesem Bahnübergang müssen wir anhalten und müssen dem Signal und müssen dem Schrankenwärter im Bahnhof Niederschmiedeberg ankündigen, dass wir uns nähern, sodass er die Schranken runterlassen kann. Normalerweise würden wir ihm das per Fernsprecher zukommen lassen, diese Nachricht. Da steht ja hier einer. Aber das geht natürlich schlecht im Train Simulator, drum mache ich das mit mehreren Pfiffen. So, die Schranken sind unten und jetzt können wir weiterfahren.
So, wie schon gesagt, die Schranken sind jetzt unten. Der Schrankenwärter hat sich schon heruntergekurbelt bzw. runtergelassen. Und da fahren wir jetzt ein in den Bahnhof Niederschmiedeberg. Wir fahren jetzt gleich durch. Das heißt, wir halten jetzt nicht irgendwo am Bahnsteig an. Wir fahren gleich durch zur Weiche und setzen dann zu den Gütergleisen zurück. Der Bahnhof Niederschmiedeberg sieht heute eigentlich überhaupt nicht mehr aus wie ein Bahnhof. Zumal war ja auch die Strecke bis nach Wolkenstein nicht mehr existiert. Aber auch vor allem, man merkt dort einfach nichts mehr, dass dort einmal eine Schmalspurbahn gewesen ist. Was ich persönlich sehr schade finde. Wenn man bei Großrückerswalde vorbeifährt, da sieht man noch das alte Empfangsgebäude. Also da kann man durchaus noch vermuten, dass dort mal eine Bahnstrecke war, aber ansonsten in Niederschmiedeberg eigentlich nicht. Ich meine, ich bin dort eigentlich nur mit dem Auto und mit dem Bus vorbeigefahren, Niederschmiedeberg. Auf dem Bahnhofsgelände war ich noch nicht. Ich habe das nur irgendwie von Bildern gesehen. Aber ich konnte nichts erkennen, was noch an einen Bahnhof erinnert. So, wir stoppen jetzt hier hinter der Weiche und setzen dann zurück. So, schon mal die Weiche gestellt. Wir überqueren jetzt noch kurz die Pressnitz und dann kommen wir auch schon auf das Industriegelände von Niederschmiedeberg. Wir werden jetzt bis hinter die Weiche fahren und setzen dann vor zur Lagerhalle, wo wir dann abkoppeln werden. Und dann haben wir die Aufgabe erfüllt.
So, wir sind jetzt stehen geblieben. Jetzt koppeln wir die 4K ab. So. Und jetzt setzen wir vor und dann ist die Aufgabe beendet. So, dann war es das jetzt zu der Fahrt nach von Wolkenstein nach Niederschmiedeberg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.